Frau Schnepfe saß seelenruhig im Boot und bewunderte den Sonnenuntergang, während wir wild herumfuchtelten. Wir warteten 10 Minuten ab, ob sich in dieser Zeitspanne noch irgendwelche Mutationen bei Frau Schnepfe vollziehen würden. Als aber nichts passierte, kramten wir eiligst Off hervor und besprühten uns gegenseitig. Ach, was für eine Wohltat. Man hörte und sah die Viecher kommen, aber kurz bevor sie zustechen konnten, fielen sie wie betäubt zu Boden. Großartig! Plötzlich wechselte Frau Schnepfe die Gesichtsfarbe, begann zu würgen und kotzte in hohem Bogen in den See. Nicht wirklich, oder? Irgendwie glaubte ich, einen Anflug von Übelkeit zu verspüren. Frau Schnepfe begann mit den Augen zu klimpern und setzte zum zweiten Kotzvorgang an. Jetzt wurde uns plümerant. Was, wenn wir sie vergiftet hatten? Sofort zurück zum Haus und umgehend unter die Dusche. Frau Schnepfe kotzte sich inzwischen die Seele aus dem Leib und nun meldete sich auch noch ihr Darm zu Wort. Das alles konnte Off in so kurzer Zeit bewirken? Nicht, dass ich es ihr nicht gegönnt hätte, aber allmählich wurde es mir Angst und Bange. Im Haus angekommen, zeigte sie eindeutige Vergiftungserscheinungen. Während Frau Schnepfe über der Kloschüssel hing, duschten wir erst einmal sicherheitshalber und begaben uns dann auf Ursachenforschung. Wie ich schon vermutet hatte, hatte sie einem ihrer Bio-Joghurts, das seit einem Monat abgelaufen war, den Garaus gemacht. Selbst schuld. Frau Schnepfe reiste 2 Tage später und um einige Kilos leichter ab. Keiner weinte ihr eine Träne nach. Bleiben wir bei den Mistviechern. Es war für mich die erste Nacht in der fertiggestellten Casa della Toleranza und ich nahm mir fest vor, mir meinen Traum zu merken. Der Aberglaube sagt ja, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Ich schlief oben, der Rest der Truppe unten. Der Traum war grauenhaft. Ich träumte von Folterungen, von Ärzten, die mich mit Nadeln traktierten. In meinem Kopf tobte ein hohes, aggressives Summen. Am nächsten Morgen wachte ich zitternd und schweißgebadet auf. Das konnte ja heiter werden, wenn sich dieser Traum erfüllen würde.